Es ist ja total einfach. Oh mein Gott, nein! Er hat sich komplett die Hose vollgeschissen. Verpiss dich mal mit deinem kleinen Hut. Hast du ein Problem oder was mit mir? Ich hole meine Brüder. Ja, was geht denn bei euch ab? Ich habe hier The Joy of Creation für euch. Ihr habt gesagt, macht doch mal wieder Horrorspiele wie früher. Ich habe früher Slender und so Kram gespielt, aber das ist doch was ganz anderes. Guck dir mal diese widerlichen Fickgesichter an. Ich weiß nicht genau, ob ich mich jetzt hier einen aussuchen muss. Ich lasse einfach mal Freddy, weil Freddy einfach so süß aussieht mit seinem kaum vorhandenen Kiefer. Wir schauen uns einfach mal die ganze Chose an. Aber ich habe Angst jetzt schon. Hört auf zu lachen. First Floor. Ignited Freddy. Das wird sicherlich ein Riesenspaß. Collect 5 objects within 1 minute. Objects left 5. Es geht schon los. Okay, mein Gott, sieht das Spiel geil aus. Holla die Waldfee. Ist da schon was aufzusammelndes hier, das leuchtende? Ja, es ist ja total einfach. Oh mein Gott, nein! Einfach mit E die Scheiße aufheben, die schon leuchtet. Komm, dann lass ich die Lampe einfach. Okay, nee, mach ich nicht. Oh Gott, was war das? Ist denn die Lampe so komisch geworden? Ich weiß schon, warum ich mit den Horrorspielen aufgehört habe, Leute. Das ist ja echt unangenehm. Und die Maus geht so schnell. Oh no, oh no. Da ist was. Gut. Wenn ich mich umsehe, kann ich überleben. Scheiße, scheiße. Kommen die Viecher auch so ganz schnell und beißen einen und das slendermäßig so. Wenn man ihn anschaut, fickt er einen so ein bisschen, aber nicht wirklich. Oh Gott. Oh Gott. I think I gonna die. Right now. Die Lampe ist hier drin noch an, da muss doch auch was zu finden sein jetzt. Also das kann doch schon mal gar nicht. Das ist nicht gut durchdacht hier, das Spiel spricht nicht fürs Spiel. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir bleiben einfach total cool. Da ist ein Schuhkarton, sicherlich nichts Schlimmes drin. Okay, ich muss kurz schlucken, wartet. Okay, weiter geht's. Da liegt noch was. Wisst ihr was? Die Zeit ist abgelaufen. Tja, scheinbar ist es jetzt nicht mehr gruselig, denn die Zeit ist ja schon abgelaufen. Das heißt, die Monster sind alle weg. Ich kann ganz in Ruhe hier mir das Haus anschauen. Vielleicht kaufe ich es auch, ich weiß es noch nicht. Also ich nehme an, dass es nicht so viele Menschen gibt, die sich für dieses Haus interessieren, weil es hat wirklich, also die Lampenverteilung ist extrem schlecht. Man muss tatsächlich durchgehen mit einem Taschenlämplein hier durchlaufen, beziehungsweise am Tag eben die ganze Geschichte sich anschauen. Wie sieht es ohne Flashlight aus? Doch ziemlich düster, ne? Ich kann tatsächlich jetzt hier, ich kann mir jetzt hier gemütlich eine Karte im Kopf überlegen, ohne dass mich irgendwas angreift, weil ich natürlich voll umsichtig bin. Und da kann sich gar nichts an mich ranpirschen, weil das geht nicht. Nein, hier war ich da vorhin schon, scheiße. Dann beiß mich doch jetzt, komm doch jetzt her und zwick mich, verdammt nochmal. Was machen die Viecher? Ich meine, die werden nichts Schlimmes machen, das ist ein Spielzeug, oder? Die werden mich doch maximal küssen, wenn es hochkommt. Shit, meine Nase fängt an zu jucken, das heißt, dass ich gleich sterbe, fuck. Oh nein, oh nein. Oh, Kinder. Oh, Kinder. Oh Gott, wie arg habe ich... Boah, was... Okay, das ist bestimmt was zum Sammeln. Nein. Aber das... Nein. Lampe? Nein. Es ist so schön da draußen. Ich würde viel lieber draußen im Regen spielen, als hier irgendwelche behinderten Sachen zu suchen. Vielleicht kann man ja, vielleicht da... Vielleicht ist es möglich. Vielleicht funktioniert es, dass ich... Nein. Ich bin gerade überfragt, ist das Spiel jetzt kaputt, weil ich über die Zeit hinaus bin? Also ich meine, ist jetzt... Oh mein Gott, nein! Bitte, warum ist die Zeit nicht vorbeigegangen und ich habe einfach gewonnen, so von alleine? Verpiss dich, Mann, Alter, ich guck dich an. Aber es ist, trotzdem eine schöne Wohnung. Runde 2 oder was? Es geht direkt weiter, okay. Ich nehme an, ich habe am Anfang einfach Zeit, wisst ihr? Hier ist nichts, was mich jagt die erste Minute. Ich kann hier völlig frei rumlaufen. Hab überhaupt keine Probleme. Also ich bin theoretisch wie eine Dame im Altersheim, die ihren Mann sucht, der aber schon längst verstorben ist, wisst ihr? Also es ist eine Reise ins Nichts eigentlich, was ich hier vorhabe. Wir schaffen das. Wir gehen immer außen lang. Rechts neben uns ist die Wand. Passt auf, wir gehen immer mit ein bisschen Taktik ran, Mann. Gegen sowas haben diese Viecher überhaupt gar keine Chance. Soweit ich weiß, sind Puppen ja ohne Taktik ausgerüstet. Also ich hab ja früher mit Puppen gespielt. Und deswegen weiß ich genau, dass Puppen... Die Sachen liegen woanders. Gerade also auf dem Tisch lag doch vorhin noch was. Macht nichts, macht nichts. Objective failed. Wie kann... Das geht doch gar nicht innerhalb von einer Minute. Super. Ich werde richtig schön durchgenudelt gleich, weil ich einfach zu langsam bin. Zu unsportlich. Klasse, mein Arm juckt. Und ich werde gleich sterben. Na supi, oder? Na supi. Oh mein Gott, fick dich doch, Mann! Wie er mir hinterher bottet. Nein. Lauf! Scheiße, Mann, warum ist das so schnell? Es kann einfach nicht möglich sein, dass dieser Bär so schnell ist, ja? Ich war früher lange Zeit Berufssportler. Also von Beruf Sportler, nicht Sportlehrer, der Mädchen anfasst, sondern Sportler, der Mädchen anfasst. Okay, pass auf. Eins. Ich merke mir alles. Ich hab's mir gemerkt. Wo das. Du lügst doch, Mann. Die Minute ist doch gar nicht abgelaufen. Verpiss dich, Mann.
Nein. Aha. Tja. Oh Gott. Der rumpelt dann noch rum. Nein, ich sammle doch gerade was auf. Geh doch weg, ich räume dein Haus auf. Weißt du, so eine Putzfrau, die kostet einiges. Da kannst du direkt mal aufhören, hier Leute herzulocken. In dein verschissenes Haus. So sieht's nämlich aus, mein Sohn. Da unten. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Och, nee. Nee. Ich hab's fast geschafft. Ich muss mir diese verkackte Map besser einprägen. Ja, komm doch her, Mann. Ich weiß dich jetzt. Hier ist nix. Da ist nix. Ich renne ihm direkt in die Arme. Er sucht doch auch nach dem Scheiß, oder? Er ist zuerst gefunden, dem ist es aus dem Arsch gekrochen. Eins. Zwei. Oh mein Gott. Ich bin's. Drei. Ich bin's. Wenn ich ihn sehe, bringe ich ihn einfach um. Ist mir egal. Ach komm, bitte. Schnell. Leute, spawnt es immer woanders? Komm mal runter jetzt. Kommt einfach mal runter. Genießt mal dieses geile Ambiente. Noch 10 Sekunden. Mann, wie soll ich da runterkommen? Und verpiss dich mal mit deinem kleinen Hut. Das letzte Mal. Here we go. Eins. Hab ich's, ja. Hier war irgendwo. Mann, ich kann mir die Karte nicht merken. Zwei. Gut, gut. Och nein, ich hab doch schon zwei Sachen gesammelt, Mann. Ich werd so gefickt. Ich werde so durchgenudelt. Der hat einen hydraulischen Schniedel, der ist das richtig krass. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich Stabhochspringer bin. Ja, noch eins. Komm. Geh weg, Mann, ich brauche nur noch eins. Wo ist es? Scheiße. Wisst ihr, wie knapp das war? Ich habe nur noch eins gebraucht. Lang mal jetzt mit dir, du. Jetzt ist es woanders, der Scheiß. Ah, super. Ah, super, oder? Das war jetzt aber am gleichen Ort. Oder wie manche Leute sagen, am Ort. Da. Hopp. Komm. Geht's hier überhaupt weiter, wenn man das geschafft hat? Leute, das müsst ihr mir unbedingt sagen. Nein, jetzt, ich hab erst zwei gesammelt. Das ist eigentlich gar nicht so tragisch. Ich kann es mich ruhig so ein bisschen durchficken. Aber führ mich bitte davon noch zum Essen aus, okay? Lad mich ein. Okay, 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 ich kann es schaffen. Denn ich bin Mrs. Fletcher. Und ich weiß, wo die Geheimnisse dieses Mannes versteckt sind. Im Herzen des Ozeans, tief auf dem Boden. Und hier irgendwo. Der rennt aber auch völlig verwirrt hier rum, ne? Der Kerl. Mich nicht, Mann. Der kriegt mich nicht. Weil ich jetzt gleich gewonnen habe. Ich habe noch 50. Ja! Ja! Was ist jetzt los, hä? Was ist mit dir oder was? Hast du ein Problem oder was mit mir? Ich hole meine Brüder. Wie er einfach weg ist. Er hat sich komplett die Hose voll geschissen. Bis oben an. Was ist jetzt? Objective clear. Ich hab's geschafft. Hallo? Männer? Bin ich der Beste auf der Welt oder der Beste auf der Welt? Komm her, Bitch. Komm her. Ich hab's ja jetzt geschafft, ne? Und jetzt? Ich bin jetzt ohne Objective unterwegs. Nein. Geh weg. Ist jetzt irgendwo ein Ausgang oder wie darf ich das verstehen? Leute, könnt ihr mir vielleicht wirklich irgendwie mal sagen, was ich jetzt hier noch treiben soll? In dieser langweiligen Kaschemme? Ich meine, klar, ist ein schickes Teil. Schönes Anwesen. Zieht ein bisschen. Aber sonst läuft. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier noch, ne? Ich sehe. Was war das denn? Wer da draußen hockt? Ich will das Haus kaufen. Ich denke, ich kaufe das, okay? Geh weg. Oh mein Gott, er hat seinen Freund gerufen. Oh mein Gott, wie hat er da lange. Hey! Oh oh. Lauf! Oh Gott! Ja, habe ich ihn abgehängt. Die Stunden auf der Marathonstrecke haben sich bezahlt gemacht. Der Ascheplatz, ich weiß noch damals. Mein Trainer ist mir immer hinterhergelaufen mit einer Bärenmaske auf dem Kopf. Es war einfach Ansporn für mich zu überleben. Dann habe ich seine Tochter vergewaltigt und er hat gesagt, hey, hör auf. Und ich habe gesagt, okay. Ich weiß echt nicht, was ich war, so Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich einmal diesem Monster stellen. Ich werde mich ihm entgegenschmeißen. Das finde ich nicht. Hallo? Dann durchsuche ich halt deine Akten, bis du kommst, Blödmann. So wird wahrscheinlich ein Kind reagieren, das aber trotzdem irgendwie schon jahrelang im Büro arbeitet. Ich klaue einfach deinen Locher. Komm her, Bitch. Ich habe da noch ein bisschen was auf Lager. Ich weiß, ihr wollt wieder mehr Horror bei mir sehen. Ich habe mich lange Zeit dagegen geweigert. Ah, guck mal, Freddy haben wir geschafft. Da ist ja noch Bonnie dabei, der Chica und der Foxy. Die Lache war eben sehr merkwürdig. Es kann auf jeden Fall noch weitergehen hier, wenn euch das gefallen hat. Sagt einfach, es war geil oder ihr sagt, es war richtig geil. Auf jeden Fall Daumen nach oben, sonst kommt Freddy bei euch vorbei und bringt eure Akten durcheinander.